Wir haben ja schon die Sägeketten besprochen und die Führungsschienen. Ein dritter Bestandteil der Schneidgarnitur ist das Kettenrad. Die Bewegung der Motorsäge wird über die Fliehkraftkupplung auf unser Kettenrad übertragen. Kettenräder unterscheiden wir konstruktiv in zwei Ausführungen: das Profilkettenrad und das Ringkettenrad. Bei Motorsägen in der professionellen Anwendung finden wir in der Regel immer ein Ringkettenrad. Der Vorteil hierbei liegt darin, dass der Ring sehr häufig und einfach gewechselt werden kann. Ich muss aber auch bei der Montage der Kette genau hinschauen, um sie genau auf das Ringkettenrad aufzusetzen. Für die Motorsägen im Einstiegsbereich verbauen wir ausschließlich Profilkettenräder. Hier liegt wirklich der Vorteil darin, dass die Kette sehr einfach und unkompliziert aufgelegt werden kann. Ich möchte natürlich auch darauf hinweisen, dass trotzdem sowohl an einem Ringkettenrad als auch an einem Profilkettenrad auf die Zeit ein Verschleiß eintreten kann. Zur Prüfung gibt es hierfür eine kleine Lehre, die man als Beispiel beim Profilkettenrad oben auflegt und dann den Zustand prüft. Warum ist das für Sie wichtig? Wenn Sie hier den entsprechenden Zeitpunkt verpassen, führt es relativ schnell zu einem starken Verschleiß der Treibglieder, der Kette und der Schiene. Sollten Sie noch Fragen haben zur Schneidgarnitur im Allgemeinen oder hier speziell zu den Kettenrädern, dann schreiben Sie uns das gerne in den Kommentaren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, freue mich wie immer über Ihr Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.